Ziel muss es sein, durch die Motivierung zur Leistungsbereitschaft den Mangel als Ganzes zu beseitigen. Das ist mühsam, aber jeder wird zugeben, dass wir auf diesem Weg auch nicht erfolglos waren und dass sich selbst die Kaufkraft der Bevölkerung in den letzten Jahren deutlich verbessert hat. Und es gibt ja Zahlen, mit denen kann man in den Medien so richtig schön jonglieren. Die Produktivität der meisten, nicht aller, der meisten Arbeitsplätze bei uns in Sachsen-Anhalt, weil sie so modern sind, ist höher als zum Beispiel in Westdeutschland. Aber die meisten volkswirtschaftlichen Berichte weisen nicht die Produktivität des Arbeitsplatzes aus, sondern die Produktivität der Bevölkerung in einer Region. Und da liegen wir mit 76, 77, 78% deutlich niedriger als im westlichen Teil Deutschlands. Das hängt aber damit zusammen, weil bei uns so viele keine Arbeit haben.